Nur wenige Schritte entfernt vom Bahnhof Terrassa Est ist man raus aus der Betonwüste und in schönster Natur, wo man auch gleich Ausblick auf ein seltsames Haus hat. Auf dem Weg, der unter anderem auch zu dem Krankenhaus von Terrassa führt, sieht man immer wieder die Gebäude, ziemlich beeindruckend und wie groß doch dieses Anwesen ist. Aber um was genau handelt es sich? Das sollte man doch herausfinden. An einem Abzweig kamen wir zwar heran, aber da hieß es gleich Gefahr, nicht betreten, nicht weitergehen. Naja, wir suchen weiter, haben aber erstmal ein paar Bäume gerade gerichtet. Vor dem Krankenhaus abgebogen, kamen wir dann auf den Weg, der direkt darauf zuführte, und waren aber ganz alleine. Und da wir vor dem geschlossenen Eingang gesehen haben, da war ein Wohnwagen und ein Schäferhund, der uns gar nicht gut gesonnen war, sind wir nicht weitergegangen. Bei der Tourist Information habe ich wieder gar nichts drüber gefunden. Nur durch viel Nachlesen habe ich über Torre Bonica erfahren, dass es sich hier um ein altes Anwesen handelt, was circa 1911 umgebaut worden ist zu einem Sanatorium für an Typhus Erkrankte. Und das Areal 1999 von der Stadt Terrassa überging an den Golfclub El Prat. Die mussten wohl umziehen, weil der Flughafen um eine Lande- oder Startbahn erneuert wurde. Trotz meines mickrigen Spanisch habe ich aber anderen Veröffentlichungen entnommen, dass das Gebäude wohl jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist und wohl auch schon vielen Filmen als Kulisse diente. Steht also auf meiner To-Do-Liste für den nächsten Besuch, und ich frage mich wirklich, ob Terrassa keine Touristen will oder braucht, dass man sich solche Informationen von überall besorgen kann, nur nicht von dort. Lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Dann fing's an zu regnen und wir mussten sehen, dass wir zurückkamen. Vielleicht möchte ein oder andere sich das doch ansehen.